Reno wünscht viel Spaß. Halli und hallo, oder eben auch Servus, grüezi und hallo zu Fallout 4, immer noch aus dem Institut. Ich war ein bisschen auf der Suche gewesen, nach Leuten, die noch mit uns reden wollen. Wir stehen hier gerade ein bisschen gefährlich. Die noch mit uns reden und vielleicht noch allenfalls ein bisschen Aufträge hätten, um die Zeit zu überbrücken, bis wir hier eventuell auf der Railroad endlich den Auftrag bekommen, nicht mehr verdeckt im Untergrund zu sein. Du bist bestimmt überwältigt. Das Institut auslöscht, weiss es nicht. Auf jeden Fall, er hat jetzt hier noch etwas. Wir sind ja hier in der Robotics-Abteilung, wo sie die schönen Synths machen. Er hat jetzt noch etwas und will, dass wir gerne cool entfernen. Ich glaube, ich nehme das auch mal an und dann gehen wir das noch gut erledigen, in der Hoffnung, es bringt uns weiter. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe keine direkte Erfahrung mit diesen Kreaturen, aber sie sollen ziemlich bösartig sein. Und sie verteidigen aggressiv ihr Revier. Mach dich also auf einen Kampf gefasst. Viel Glück. Ja, wir haben ja schon mal ein paar kennengelernt. Schädlingsbekämpfung, lustig. Und das da finde ich wirklich eine ganz coole Station im Institut, muss ich wirklich sagen. Auch wenn sie das Ganze produzieren da, oder? Hallo, willkommen. Bitte hier entlang zur Herstellung. Jetzt holen sie die Petrischale zum Zeug aus. Legen sie hin. Finde ich wirklich cool gemacht. Weißt du, ist so komplett durchdacht. Was wir getan haben, tut mir leid. Wird jetzt noch fertig grilliert. Das ist für mich wirklich faszinierend. Dort hinten bauen sie einen aus Knöcheln auf, oder? Krass. Und was kommt der jetzt hier über? Blut und Fleisch. Mit den grossen, fetten Nadeln, shit. Die brauche ich nicht. Einfach was mich ein bisschen stört, ist die Überblendung, aber die bringe ich einfach nicht weg. Braucht man wirklich Leid für da. Ich weiß nicht, woher das die kommt. Vielleicht von irgendeinem Mod, von irgendeinem von diesen SFX, die ich drauf habe. Kann natürlich schon sein. Gut, jetzt haben wir es ja, glaube ich, hier gesehen. Wir wissen es ja, wie es geht. Aber ich habe es nie nochmal gesehen. Guck, da kommt er zum Bettchen aus. Ja, vielleicht finde ich ja noch mehr Leute, wo dann haben wir gerade geredet, wo noch irgendetwas wollen. Wir können von Glück sagen, dass die Hallo, willkommen. Bitte. Du warst sehr nachsichtig gegenüber Dr. Hicks und Dr. Logan. Da komme ich nicht durch, so. Das ist da nur der, ist der Einzige, der da innen ist. Und das hier sind Energiefusionskerne. Wäre natürlich auch noch nett, wenn ich die jetzt mitnehmen könnte. Also, dann komme ich aus dem Raum mal wieder ab. Irgendetwas haben wir doch noch über den Bürgermeister geredet. Wir gehen jetzt noch zum SEB, zum AIO. Wenn ich wüsste, wo der genau ist, he? Weißt du, da die... Die, die Runners losschicken, wo war das schon wieder? Ui, yeah. Nicht da. Scanne unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Freigabe bestätigt, danke schön. Scanne, Person identifiziert. Ah, SRB, wieso sage ich immer SEB? Keine Ahnung. Sag eigentlich, egal. Ajo. Justin? Wenn du in nächster Zeit nach Diamond City kommst, würde ich dich um etwas bitten. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Bürgermeister der Stadt ist ein Synth, den das Institut eingesetzt hat. Er beobachtet die Entwicklungen im Commonwealth und meldet uns Ergebnisse, die uns möglicherweise interessieren. Da du öfter an der Oberfläche bist als die meisten anderen hier unten, könntest du den nächsten Bericht abholen. Könnt ihr wirklich machen? Das dürfte sich machen lassen. Gut. Der Bürgermeister wartet in seinem Büro. Er übergibt dir den Bericht und du bringst ihn zu mir. Denk dran, Diskretion ist für uns in Diamond City von höchster Bedeutung. Du musst unauffällig bleiben. Was ist, wenn ich ihn jetzt gerade über den Haufen schieße? Du hast nicht vielleicht noch einen Polarisator übrig, oder? Haben die auch Anstand gelernt? Die Anpassung wird schwierig, aber vergiss nicht, dass Synths keine Menschen sind. Dr. Secord. Gut, dass du hier bist. Ich habe schlechte Neuigkeiten, die du erfahren solltest. Eine Raider-Bande hat eines unserer Plünderer-Teams überfallen. Die Schweine haben einen Gen-1-Synth entführt. Unser Tracker zeigt an, dass er noch funktioniert, aber wir haben niemanden für eine Rettungsaktion. Könnte er nicht gut retten? Ich kümmere mich um die Raider. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Nimm diesen Transmitter. Gib ihn dem Synth, wenn du ihn findest. Melde dich, wenn die Raider weg sind. Dann sorge ich für die Rückführung. Okay. Die Sicherheit in der Biowissenschaft wurde verbessert.
Jetzt kann uns niemand mehr aussperren. Tja. Was man immer noch nicht wüsste, ist, für was der Stuhl ist, oder? Würde ich gerne eine eigene entwickeln. Ja, dann mach's mal. Leg's mal los. So wie ich das sehe, also jetzt haben wir einen Haufen Nebenquests, wie wir sie ja schon für Trail Road und für Bruderschaft erledigt haben. He? Es war eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Ah, du bist der. Du bist der, der die ganze Zeit im Kampf war mit der Bruderschaft seiner Zeit. He? Du bist der. Was haben die denn da noch? Einheit B592 durchläuft gerade die Wiederverwertung. Schon bald ist er wieder Teil der Arbeiterschaft. Ja, für mich wäre wirklich schön. Ich hoffe, wir sind hier nicht wirklich, wie ihr es geschrieben habt, auch in den Kommentaren in einer Sackgasse. Ich hoffe, wir kommen hier Kurven noch über, um mit dem Railroad Spiel abschliessen. Weil ich werde es wirklich nicht auf Institutsebene abschliessen, aber ich habe nur das gemacht, was von mir verlangt wird. Also komm, jetzt gehen wir mal hier die Oberfläche. Weil der Dings ist nämlich weg. He? Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Der Z114, oder wie hat das Ding geheißen, das Möbel? Ich glaube, Z114 hat das Möbel geheißen, das da uns hat, bei der Sündflucht helfen da. Und der hat ja immer ungefähr jemand da vor dem Bioscience, hat doch der da Pützel. Er ist auch wieder da. Nichts zu melden, Ma'am. Brauchen Sie etwas? Z1. Brauchen Sie etwas? Es war mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Im Augenblick habe ich nichts zu berichten. Einen schönen Tag noch. Wirklich schade, hast du nichts zu berichten. Gut, dann gehen wir einmal an die Oberfläche. Dort haben wir ein paar Sachen zu machen. Da, die Aktivierung möchte ich eigentlich nicht machen. Die möchte ich eigentlich wirklich nicht machen. Nicht weitermachen auf jeden Fall. Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Da sind ja gerade zwei Sachen nebeneinander. Ich glaube, da sind wir ja gerade am richtigen Ort. He? Poseidon Reservoir, Poseidon Pines Motel, Natick Banks, Polizeirevier von Natick. Gehen wir mal nach Natick Banks. Entschuldigung, ums Husten. So, da bin ich wieder. Die Calibre Raider. Ja, ja so. Ich hoffe wirklich, ich habe mir das nicht verbockt, weil ich da... Wow, wieso ist das so schön violett? Was ist da für ein grusiger Grafikpack? Ja. Schön, hä? Schön ist, dass jetzt so schön violett wird. Ist jetzt alles so? Die ganze Straße. Wow, danke, der hat gerade gesessen. Ey. Der hat ja gerade gesessen. Ey. Wo ist er jetzt hin? So, okay. Muss ich das schon nachher einen schnellen Schnitt machen nach dem Kampf? Ja, sicher. Okay, da einfach. Aber Bruderschaft kommt natürlich jetzt auch noch, habe ich ja ganz vergessen. Wir haben ja jetzt nicht nur Betreiber, wir haben ja auch noch Bruderschaft. Feige Menschensau, das wird ein guter Kampf. Das ist der Strong. Den müssen wir etwa einmal ersetzen. Ich will den Dekan mitnehmen. Ist das einzige gewesen? Zum Glück ist der Wordy Burger abgestürzt. Nein, nach dem Kampf tue ich den hier schnell einen Schnitt machen, sind wir nicht böse. Ich glaube, irgendetwas mit den Strassentexturen ist nicht gut. Würde ich jetzt gerade mal behaupten. Oh, scheiße, das ist der falsche Sünd. Zu einfach. Der Sünd ist gestorben im Kampf. Ich hab das schon 100-mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Da ist ja noch eine, du.
Hast du gehört, wie der Schuss ertönt? Er tönt manchmal so lustig. Also gut, da den Kampf noch abschließen und dann muss man wirklich nicht böse sein, dass ich einen Schnitt mache schnell, he? Weil das geht so nicht. Das geht so nicht. Violett ist nicht gerade meine Farbe da. Nicht gerade ganz so. Du verlierst. Ja, nicht nur das. Und du bist der Bösewicht, der mit dem Gitterwerfer von uns geschossen hat. Was glaubst du eigentlich? Also los jetzt, mein Kamerad. Wow, wow, da hat gerade das Dach durchgeht. Krass. Genau da mache ich jetzt schnell einen Schnitt, he? Bis wir nicht böse. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Und wie ihr seht, die violetten Strassen sind weg. Ist tatsächlich irgendwie vor dem Starten vom Spiel. Via Modmanager bin ich auch aufs Deaktivierungshöckeli gekommen und habe Strassentextur deaktiviert. Mein Bock und in meinem Institut unten haben wir keine Strasse gehabt, darum ist das nicht gerade aufgefallen. Ja, jetzt müssen wir hier rein. Wilder Ghoul-Pirschel. Was das? Wo pirscht da ein wilder Ghoul? Nächstes Mal besser kämpfen. Wieso? Dreckige kleine Ghoul. Zeit für Sterben. Ja, mach sie ab mit dem Hammer. Mit dem Sledgehammer. Wow. Ich finde es so lustig, wenn sie dich so anspringen. Niemand besiegen Strong. Und so ganz schön an dir vorbeispringen. Also, dann müssen wir jetzt wohl hier rein. Wohl oder übel müssen wir jetzt hier auch noch rein. Der Sünd, der ist im Kreuzfeuer gestorben. Der hat es leider nicht geschafft. Pech war für ihn. Definitiv. Ein Sünd mehr oder weniger macht die Welt jetzt auch nicht. Ist eh nur ein Gen 1. Da kriecht was. Da kriecht noch was. Da innen sind wir ja schon gewesen, da müssen wir ja nicht anschauen. Da weiss ich, dass wir da schon gewesen sind. Für diverse Fraktionen schon. Und jetzt auch noch eines fürs Institut, das ist ja auch noch gut. Ja. Hey. Jetzt ist es gegangen. Das wär's. Dann müssen wir... Strang hat das nicht gefallen. Du nervst, Strang. Du nervst wirklich. Er kommt jetzt auch gerade etwas anzubieten. Das wird ein guter Kampf. Ja, hau ihn um eins. La 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 la. Oh. Sehr gut. Also Zuschlag an, das ist schon mal eins, der Strong. Aber was nützt uns da? Wenn er sonst einfach ein Idiot ist. Wie viel von diesen Ghoulen hat es denn da noch drin? Ich glaube, schon noch eine Fabrik da, oder? Hätte man schon ein bisschen früher sollen machen. Das wird ein guter Kampf. Kann ich mehr. Nimm mich. Und da kann ich mehr. Oh, eine Blutprobe. Wieso nehme ich die eigentlich noch mit? Ich habe eh Krach mit denen. Die sollte ja eigentlich auch wieder abgebrochen sein, oder? Cool. Komm da hin. Put. Komm. Das ist überall Explosionen gehabt. Ich glaube, der Ansicht von mir ist. Ja. Nachtsicht, mächtig, Impro, repetiert wird. Nein, danke. Ach ne, ein Strong steht im Weg. Also, da haben wir hier noch etwas zu suchen. Wow. Gute Strong, keine Angst machen! Boom, eins auf den Schädel! Zuschlag haben wir wirklich, da müssen wir ja eindeutig lassen. Immerhin etwas, oder? Oh nein, wieso? Warum? Warum? Hey! Ja, Mensch? Ja, Mensch? Mensch. Oh ja, das müssen wir dir auch mal anschauen.
So, habe ich wieder 2 Kilo. Was ist damit? Wo kann ich den verwerten auf meinem. Vielleicht auf meinem Voltanzug? Haben einen Bürostuhl steht noch mehr? Irgendwie etwas Grosses da noch. Ups. Ich hoffe dann wirklich, dass mit diesen Nebenmissionen, klar, wo jetzt eine schon gescheitert ist, dass dann da der Z114 so weiter mal ein bisschen befriedigend ist und dann endlich einmal wieder weitermacht. Ah, das ist sein Hammer, ja, immer noch. Das ist ein Hammer, der die komischen Geräusche macht. Haben wir da alles abgeschlossen? Da hinten sind wir nicht gewesen. Wir sollten aber noch dort hinten. Und der kriegt noch einen zum Loch aus. Warte jetzt mal, wie geht die Türen auf? Türen. Vielleicht müsste die oben am Terminal, hä? Hä? Wer weiss. Wenigstens kann man es brauchen. Ohne gerade Kinderbesuchstag, Wachser, Speicherstatus. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Gut, danke. Ich wiederhole mich nochmal, aber die haben Ewigkeiten, bis sie an mich offen sind. Wir haben hier innen, ich mag mich noch erinnern, das war so eine Nebenquest, glaube ich, für Minuteman. Wir mussten hier gehen. Die ganze Wasseranlage ist schon unter Wasser gestanden. Irgendwie breitet es den eh, ja. Obwohl ich so ganz schön. Niemand. Strong fühlen seltsam, als ob Feinde beobachten. Strong ist doof. Wieso hat es denn da noch Wasser drin? Wir haben da müssen die Wasserpumpen wieder anlassen. Und so wie ich das sehe, hat das funktioniert. Ja. Wasser zum Trinken, nicht zum Laufen, nicht zum Schwimmen. Du kannst sicher nicht schwimmen. Hallo. Da hat es noch kein Safe, da bin ich dir nicht ganz sicher, ob ich den jemals gefunden habe. Hallo, was ist denn hier los? Machen Sie bitte die Tür auf. Das ist ja Meister, weißt du? Das ist ein Meister. Irgendwo ist der Bereich ganz. Ganz klein. Wie schön. Wir sind drin. Laborflasche. Für was brauchen wir um Himmels Willen eine Laborflasche? Das weiß niemand. Der regt mich so auf. Man könnte doch einfach ein bisschen Freude haben, wenn man da... Gut, er wird auch einfach... Als man auf das Ding auf den Safe auch reinschlägt. Und das Ding so zerstört. Also, das Problem hier haben wir also im Griff, würde ich sagen. Gut. Oh, Kronkorken. Gib mir Kronkorken. Gut. Jetzt, wenn wir so schon gerade bei dem Ecke draußen sind, könnten wir eigentlich Richtung Diamond City. Würde ich glaube sagen. Diamond City ist etwa in der Nähe. Well, Rückführung. Puh, fehlgeschlagen, oder? Verschärfungsbekämpfung haben wir jetzt gemacht. Politisch dann gehen wir doch da nach Diamond City. Wo ist das Diamond City? Da ist das Diamond City. Kanalisation, ja, weil da reisen wir gerade direkt. Aber wir gehen nicht zum Radiosender. Nein, das machen wir jetzt also nicht. Gerade einen Schluck trinken hier in der Pause, oder? Hier wie Mensch stinken. Ah ja, ist auch eine Menschenstadt. Dann vielleicht an dem liegen. Vielleicht. Major. Da geht's rüber zum Major. Zum Sünd. Zum Bürgermeister sind, wo andere hätten umbringen, weil sie gesagt haben, sie seien es sind. Tschüss, Strong.
Und Richtung Sternenhimmel. Dass die überhaupt, die Lampen überhaupt noch brennen, ist erstaunt mich wirklich. So. Kellogg's Hausschlüssel, der liegt jetzt einfach immer da. Alles klar, oder? Im Nachhinein wirst du feststellen, dass es die beste Entscheidung deines Lebens war, hierher zu kommen. Entschuldigung. Hallo, hallo. Gut, dich wiederzusehen. Unser gemeinsamer Freund Ayo schickt dich, nicht wahr? Ich hoffe, es geht ihm gut. Das ist nicht mein Freund. Das tut es. Da bin ich aber froh. Piper hat es fast geschafft, an belastende Informationen zu gelangen. Ich konnte es verhindern, aber sie ist clever. Ich habe des Öfteren darauf hingewiesen, dass wir uns um sie kümmern müssen. Aber ich verstehe, wenn andere Dinge Vorrang haben. Aber sag unseren Freunden, dass sie noch immer ein Problem ist. Die Einzelheiten stehen in meinem Bericht. Und noch ein paar weitere Dinge. Hier ist er. Niemand darf ihn zu Gesicht kriegen. Vernichte ihn lieber, bevor er in die falschen Hände gerät. Dann bringen wir doch den zu der Railroad. Der Strang ist nicht einmal da. Wenn er in der Public Occurrences abgedruckt würde, wäre das schlecht. Verstanden. Sehr witzig. Du findest ja sicher alleine raus. Gute Reise. Du hättest eigentlich auch noch gerade einen Kopfschuss verdient, hä? Ah, mal, der Strang steht ja da, doppel. Strang hat das nicht gefallen. Ey. Und da bin ich immer noch ein diebische Älstere, wenn ich etwas mitnehmen. Unglaublich, hä? Unglaublich. Strang! Oh, komm, spring! Spring! Er springt nicht. Habe ich gehofft, er springt. Aber er springt nicht. Piper springt, die ist mutiger. Ja, so mir jetzt gerade auf den Kopf abgekehrt. Aber er hat auch noch was, oder? Jetzt, ja. Ist echt da ein kleiner Hinweis gewesen? Soll ich echt jetzt zu der Piper gehen? Piper! Und das schauen wir jetzt doch gerade mal, wenn wir jetzt hier in Starlight Drive hinreisen, weil dort finden wir Piper. Und dort tun wir nämlich auch gerade den Deacon mitnehmen, den Dekan. Mal den wieder ein bisschen dabei haben. Weil der Strong den nervt. Hey. Und der hat ja keine eigene Geschichte irgendwie so, oder? Irgendwie nicht. Sollen Strong was kaputt nehmen, Fleisch machen Mensch stark. Ah, so gut. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Den nächsten, der gefühlt. Mich vögeln will, verpasse ich einen Tritt dahin, wo es wehtut, wenn du verstehst. Ja. Die ist also wirklich gut drauf, hä, Katie? Katie. So, immerhin das. Ich bin voll, aber das liegt glaube ich an meiner Waffenausrüstung, wieso als ich so voll bin. Piper, wo bist du? Du siehst zwar aus wie eine Pipe, bist aber kein... Du im Rampenlicht, ich im Schatten. Die Welt gehört uns. Willst du mich wieder dabei haben? Ja, ich muss dich mal dabei haben. Es war ziemlich ruhig ohne dich. Also legen wir los. Also ich bin bereit. Der Ding ist der Strong, lassen wir gerade da kommen. Dann lassen wir auch gerade hier. Wo ist da Starlight Drive-In? Starlight? Da. Von lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen. Die Menschheit ist geradezu unverwüstlich. Sie klammert sich trotz allem ans Leben. Was? Es ist die Pflicht. Sie schaut aus wie eine Pfeife. Ich hoffe, dass ich dich bei unserem letzten. Kyrie ist im Schaffen. Was will ich nicht für einen Katie ist im Drogen machen. Wie man es auch kennt, oder? Der Nick Valentine steht. Was ist da wieder von der Grafikpaktik? Siehst du das? Ein Teil von Nick ist
da vorne. Jetzt nicht mehr. So kaputt. Aus den Minutemen habe ich mir nie viel gemacht. Die Idee kann so kaputt. Aber wenn man kann's kaum erwarten, Macht dass diese gottverdammte Hitze aufhört. Ja, ich hoffe nicht. Was da? Brahmin rennen! Die Huren Brahmin jagen einen. Warte, von einem Hund gejagt. Wegen ein paar Kampfhunde, gehen sie so ins Lachen. Mäp. Aber unsere Verteidigungsanlage funktioniert. Ich würde sagen, das tut, was es soll. Piper! Wo bist du? Das Bier wäre mir zwar lieber, so. Aber das tut's auch. Nein. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Ich würde für einen Drink töten. Moment mal, habe ich ja sogar schon mal getan. Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Nein. Also darin ist das eigentlich so ziemlich... Weißt du was? Egal. Du weißt ja, wo du mich findest. Ziemlich egal. Genau. Also gut. Also gut. Also gut. Also gut. Wir haben den Diagramm dabei, jetzt gehen wir noch gerade schnell die Variablen entfernen. Haben wir doch das auch wieder einmal gemacht. Die Variablen am Yachthafen los. Zum siebten Mal. Und dann schnell zu der Railroad runter. Und dann wieder ins Institut runter. Und gucken berichten, dass wir den einen Synthete. Ups. Ups, der ist hops. Fusionskern entfernt. Ah, jetzt bin ich ja eigentlich gerade in Sanctuary hier. Jetzt könnte man den auch noch mal durchlaufen. Einfach nur, wenn wir es können. Oh ne. Oh ne, und Bruderschaft kommt auch noch gerade. Oh ne. Und Flieger hat es hier auch noch gerade. Du nicht sterben. Also da schießt ein bisschen alles auf uns, dunkt es mir. Wenn sie mich fragen, schießt jetzt da der gerade so ziemlich alles auf uns. Hast du gesehen? Die Bruderschaft ist da ins Wasser abgesprungen. Achtung, er stürzt ab. 3, 2, 1, Explosion. Nee. Habe ich jetzt eigentlich schwer erwartet. Oder sind das nur Teile gewesen, die dort oben runtergehen? Jawohl! Der von der Bruderschaft da. Der hat das überlebt. Nicht hinsehen, ich glaube, sie werden das hat mein Blut in Ballon gebracht. Seine Minigun ist schon fast effizienter als mein Gatling Laser. Also gut, so kommt da jemand raus und wir haben es einfach mit allem Krach bis zum Schluss. Jetzt komme ich hier rein, bitte sehr. Hallo? Hallo? Ich werde dem Run nur einen Kopfschuss geben. Bin ich auch fähig? Scheinbar nicht. Eine ist auf die falsche Seite, danke.
Du trägst schon wieder zu viel. Du kannst mich langsam in Sektor sehen. Entschuldigung. Unit X688 spricht in Höhe. Halte Feind an. Es hat nicht gelangt mit deinem ganzen Magazin. Wow, der will nicht sterben. Aber ich, demnächst. Ja, das Geschäftsmodell. Wir arbeiten mit einem Leichenauszug. Könnte funktionieren, oder? Sensoranomalie. Die da immer noch ein paar Sündsmündler kommen. Du, der hätte fast nicht wollen sterben, du. Der hätte fast nicht wollen sterben, hey. Ja, ich weiss, dass sie zu viel tragen. Das ist mir eigentlich aber auch gerade so ziemlich egal. Ich könnte davon wohl auch was tragen. Stimmt, du könntest wohl auch etwas tragen. Aber ich habe so wenig Gefühl, ha? Hey, was ist los? Ab oder... B-Laden. Hast du noch ziemlich viel auf dir? Sag ich doch. Was haben wir denn da, wo wir könnten abdrücken? Hm? Milizien. Ist das der Fatman? Das ist der Fatman. Das ist genau der Fatman. Also eigentlich ist das ganze Gewicht, das ich hier auf mir habe, eigentlich nur wegen dem Grümpel von Waffen. He? Weil Schrott, im Schrott liegt es garantiert nicht. Nimm doch da noch ein bisschen Hilfsmittel. Bis ich da mich wieder herumschleppen kann. Zeug verkaufen, mache ich dann nachher nochmal noch. Hey, 380 Steampack. Zum Glück wiegen die nichts. Zum Glück wiegen die nichts. So, jetzt kann ich wenigstens mal wieder bewegen. Also, ab zu der Railroad. Ab zu der Railroad und dann ab ins Institut. Bevor da die Bruderschaft wiederkommt. Ich habe das Gefühl, die sind schon... Bist du so leislich, Deacon? Was ist mit dir? Wo fehlt's dir? Ist der Stimmverstärker nicht angeschaltet? Also, ab zu der Railroad Hauptquartier. Das könnte man eigentlich fast laufen, so nah wie wir sind. Ja, ein bisschen übertrieben, hä? Ude. Also einen müssen wir ja sowieso wegen Quest. Jetzt kommt der Trumbo nicht gerade anzurennen. Achte darauf, dass dir hier niemand folgt. Dann sind wir nämlich auch dran. Eine Krise jagt die nächste. Willkommen im Hauptquartier. Desdemona. Das ist nicht die dunkelste Stunde der Railroad. Wir Glory. Werden es schaffen. Die Welt ist gefährlich. Für jeden, der mir im Weg steht. Bla 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 bla. Ihr würdet euch gescheitern mal langsam auf die Ferse machen. Analysiere. Der Runner ist tot. Diese Einheit hat bereits Bestätigung der erfolgreichen Mission erhalten. Bezahlung wird erteilt. Danke. Sehr nett. Was hat er da wieder? Rekalibriere mit neuem Datensatz. Ich schätze, du bist hier, um dich verarzten zu lassen. Dann schauen wir doch mal, was heute los ist. Machst du auch gratis Reparatur? Ja, sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. So, und jetzt beschreib mir die Symptome. Eins nach dem anderen. Was war's? In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht, sonst war meine Arbeit umsonst. Da ist also das Institut dann schon ein bisschen fortschrittlicher und humanitärer, hä? Okay, Institut, wir kommen. Direkt von hier innen gehen wir ins Institut. Wenn ich es finde.
Also, dann wären wir ja wieder im Institut. Sie sind bestimmt stolz auf das, was Vater getan und aufgebaut hat. Es geht jetzt so. Es könnte besser sein. Vor allem könnte jetzt mal der Z114 den Finger aus dem Popo nehmen und uns mal sagen, dass alles parat ist. Oder irgendwas, einfach irgendwas. Also irgendwann unser neuer Direktor. Das kam unerwartet. Diese wilden Ghule werden keine Probleme mehr machen. Dank dir kann ich das Plünderer-Team endlich wieder an die Oberfläche schicken. Natürlich, wilde Ghule verstecken sich überall im Commonwealth. Es ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis wir uns wieder mit ihnen rumschlagen müssen. Melde dich bei mir, wenn du für eine weitere Jagd bereit bist. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Haben wir jetzt einmal gemacht, müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt mit... Wow. Mehrmals machen. Sehe ich auch so. Dann wäre ich da noch rum. Nächster Punkt ist auch der Ajo. Arbeite mit voller Kapazität. Gut. Statusmeldung, alle Funktionen. Irritiert mich wirklich. Ich habe der abtrünnige Sünd in Libertalia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ist, wo er hingehört. Hayonizias Mission. So lang kommt. Der Posten des Direktors ist sehr wichtig. Ich hoffe, du nimmst ihn ernst. Alana. Der Sünd wurde anscheinend zerstört. Ich schätze, du warst zu spät. Die Mission ist jedenfalls vorbei. Ich weiß. Einheit B592 durchläuft gerade die Wiederverwertung. Schon bald ist er wieder Teil der Arbeiterschaft. Ich habe den Bericht aus Diamond City. Gut, dann gib mal her. Ich melde mich, wenn du den nächsten Bericht holen sollst. Das wäre alles. Toll. Willst du mir für meine Hilfe keine Belohnung anbieten? Ich dachte, Vater hätte dich geholt, damit du uns aus freien Stücken hilfst und nicht als Söldner. Das war wohl ein Irrtum. Wenn ich deine Loyalität kaufen muss, dann ist es eben so. Jawohl. Das bleibt mir kaum übrig. Hier, nimm. Du kannst damit sicher mehr anfangen als ich. Naja, wie schon gesagt, ich lass dich wissen, wenn der nächste Bericht fertig ist. Das irritiert mich sehr. Irritiert mich wirklich sehr. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich noch mehr mache, bin ich dann... Wenn ich jetzt hier die nächste Mission noch fertig mache, wo ich hier im Commonwealth-Gang sagen, Lux Institut und so, ich habe das Gefühl, das ist dann schon so recht maßgeschneidert. Habe ich das Gefühl. Ich will das irgendwie nicht. Nicht vergessen, Gesundheit und Zufriedenheit gehen Hand in Hand. Und der Vogel dort hinten sagt einfach nichts zu uns. Er schickt uns nichts. Keine Nachricht, kein gar nichts. Steht einfach da und putzt. Scanne. Person Z1. Im Augenblick habe ich nichts zu berichten. Einen mega schönen Tag komisch. Noch. Mega komisch. Wirklich. Klingt, als wären die Raider in Libertalia ein harter Brocken gewesen. Mega komisch. Bis dahin muss ich mit Vater weiterhin zusammenarbeiten, damit meine Tarnung nicht auffliegt. Wenn es soweit ist, wird Z114 mich kontaktieren. Was muss ich echt denn da noch machen, bis sich der Trigger auslöst, damit... Muss ich das wirklich noch machen? Konfiguriere den Sender neu. Irgendwie habe ich aber nicht so Lust. Irgendwie. Gut, dass du den abtrünnigen Sünd zurückgebracht hast. Irgendwie habe ich wirklich nicht so Lust drauf, das noch zu machen dort. Schlussendlich kann ich ja speichern vorher und es dann ausführen. Im Fall, dass die Mission dann definitiv mal wird abbrechen von der Railroad. Dann könnte man sie immer noch schnell neu laden, wenigstens. Dann wüssten wir es wenigstens. Aber es dünkt mich eben schon, weil wenn wir da
einen Sender übernehmen und dann unsere Nachricht verbreiten. Ich finde dann schon, da sind wir doch recht festgefahren. Pass hier gut auf. Wenn sie dich beim Spaß haben erwischen, gibt's zur Strafe langweilige Wissenschaft. Pse. Langweilige Wissenschaft. Irgendwie denke ich, ich habe irgendetwas nicht ausgelöst oder nicht so weit gemacht, wie ich hätte sollen, damit es dort einfach weitergeht. Wine, wine. Weil so wie es jetzt ist, ist es unhaltbar. Definitiv. Der einzige Gegner, den wir haben, ist die Bruderschaft. Aber irgendwie den Auftrag, Bruderschaft zu eliminieren, haben wir auch nicht. Leute von draußen sind bei uns eigentlich nicht willkommen. Ich hoffe, du weißt dein Glück zu schätzen. Ja. Sonst ist da auch keiner, der noch irgendetwas zu sagen hat. Vergessen Sie nicht, jederzeit auf ausreichende Hygiene zu achten. Brenner. Wir werden Dr. Higgs und Dr. Loken scharf beobachten. Ich weiß es wirklich nicht, meine Kollegen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie beeindruckend es ist, in Ihrer Nähe zu sein. Ich habe keine Idee mehr, wie ich es sonst noch lösen könnte. Und ich glaube, weißt du, so viel Zeit kann es ja nicht verbrauchen, oder? Habe ich also das Gefühl. Mein Kompliment, dass du B592 so schnell zurückgebracht hast. Muss ich wieder mal mit dem dahinter reden? Dieses Projekt, bei dem du hilfst, es wird langsam. Verstanden, oder? Leon! Dieses Projekt, bei dem du hilfst, es wird langsam. Verstanden, oder? Es wird langsam. Meint er das? Meint er es so, es wird langsam? Also es nimmt langsam Formen an? Oder meint er es gerade umgekehrt, es wird langsam, aber sicher zu einer Katastrophe führen? Der Liam hat also auch nichts zu melden. Dem dürften wir nur nicht sagen, dass wir unsere Sünds mit Waffen ausgerüstet haben. Sonst geht er ins Loch. Das wollen wir ja auch nicht unbedingt. Weil der wäre ja sicher die Mission gescheitert. Und da haben wir den einfachen Putzraum. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwo noch irgendwas grausam übersehen habe. An ihm macht mich traurig. Warum? Er ist nicht perfekt, aber er ist ein beachtlicher Schritt für das Programm. Ihr habt alle großartige Arbeit geleistet. Ich weiß, aber ich muss immer zu an ihn denken. Er soll eine exakte Nachbildung eines Kindes sein. Aber mehr... Er wird aus ihm nicht. Also auch dem Terminal hat es keine Aktionsmöglichkeit. Langsam bin ich wirklich ein bisschen... nicht ganz sicher, ob das noch gut kommt. Aber sicher etwas, was wir in der nächsten Folge ausprobieren werden. Da mit dieser Aktivierung, ob wir dort noch weitermachen müssen. Ob das der Trigger ist bis zum Schluss. Da unten haben wir ja geholfen. Wir haben nicht viel Zeit. Sie sollten gehen. Um ihretwillen. Hi. Wir werden Ihnen das nie vergessen. Die Tote ich hätte nie oder? Gedacht, dass ein Mensch so etwas für uns tut. Die Toten sind liegen noch da, aber... Sagt Z1, wenn die Zeit kommt, kämpfen wir. Jetzt, wo wir bewaffnet sind, wirst du das nächste Mal nicht alleine kämpfen. Ja, das ist aber auch gerade alles, was ihr da zu berichten habt. Tut es also ab. Nochmal. Das war ja dann abgeschlossen gewesen. Das stimmt eigentlich schon so weit. Es stimmt ja eigentlich schon so. Und sie wird einfach auch nicht mehr. Hey, nein, sie ist dann da wirklich Zeit. Etwas für die nächste Sie sollten gehen, um ihretwillen. Dass wir dort halt einfach mal beim Institut noch weitermachen. Mit dem Wissen, also es kann sein, also der alte Speicherstand, der wieder laden im Fall als etwas. Nicht ganz so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Weil Bruderschaftsquests sind ja automatisch alle abgebrochen, sobald das sich etwas verändert hat. Und wäre ich jetzt zu weit bei der
Wie meine Schiede vorgeschritten, müsste der Trailer auch Quests eigentlich auch abbrechen. Das ist so meine These vom Ganzen. Aber scheinbar ist das wirklich nur meine These. Sie will hier noch niemand unterstützen, hä? Jetzt sind wir etwa zum 100. Mal im Kreis gelaufen. Aber dafür kennen wir jetzt den Institut. Und es hätten hier doch noch ein paar Personen gehabt, und wir noch ein paar Interaktionsmöglichkeiten mit. Es war mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Außer du willst nicht. Du willst einfach nicht. Ja nun, ich sage jetzt einmal mit ihm im Blickfeld Adi. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich hoffe, bei der nächsten Folge kommen wir weiter. Und sonst hoffe ich mindestens in der übernächsten. Was denn dort mal endlich etwas läuft da mit der Railroad. Das ist irgendwie wirklich komisch. Und ja, wir werden sicher ausprobieren, was da ist, wo der Trigger versteckt ist, damit die Mission gelöst wird, Hilfe weiter dem Vater, oder? Aber bis dahin sage ich, hab's gut, ich grüße dich und sage Salut.